Hallo Freunde, heute wollte ich ganz gerne mit dem Quick Luftreiniger von Aldi einen Staubtest machen. Und zwar war das der Wunsch von einem Zuschauer, der wollte einfach mal sehen, was passiert, wenn tatsächlich Staub im Raum ist. Zeigte das an, geht die Lampe auf Rot, was passiert denn da? So, wir machen das Ganze einmal an. Also wie man deutlich sehen kann, im Moment ist alles in Ordnung. Alles grün, leuchtet grün. Alles okay soweit. So. Staub. Wo kriegt man Staub her? Klar, Staubsauger. Ich habe da was vorbereitet. Ich zeige euch das mal. Da ist unser Staubsauger und extra den Staub nicht rausgetragen, sondern gesammelt, um das jetzt gleich zu testen. Sicherlich ist es nicht so gut, wenn man einen Luftfilter, der im Moment in Ordnung ist, solchen Tests unterzieht. Aber für meine Zuschauer mache ich das dann doch sehr, sehr gerne. Los geht's! So, als erstes mache ich den Staub einfach nur auf den Boden. Einmal drumherum. Mal gucken, was passiert. Also bisher zeigte das nicht an. Obwohl im Raum sieht man schon, also ich habe das zwar jetzt alles so ein bisschen drumherum abgedichtet, dass der Staub wirklich nicht, sich nicht zu sehr hier verteilt. Trotzdessen im Raum sieht man schon, dass da jetzt Staub rumschwebt. So, jetzt machen wir das Ganze auf High. Das heißt, jetzt zieht das Ganze etwas mehr Luft durch und kann durchaus mehr Staub einsaugen. Passieren tut aber immer noch nichts. Was ich gesehen habe, ist, dass wir hinten zwei so Einlässe haben. Kann sein, dass das tatsächlich die Einlässe für die Sensoren sind. Ja, und wie gesagt, jetzt mache ich etwas, was tatsächlich, das tut mir schon fast leid, aber wie gesagt, das mache ich jetzt einfach. Ich verteile jetzt so ein bisschen den Staub. Mal gucken, was passiert. Also wie man deutlich sehen kann, der Staub ist tatsächlich auch hängen geblieben und was passiert? Der Luftfilter zeigt jetzt gelb an, also schlechte Luft. Aber rot nicht. Machen wir noch ein bisschen. Also ich werde nachher viel zum Saubermachen haben hier. Und rot. Also ganz schlechte Luft. Also erstmal möchte ich vielen Dank an den Zuschauer sagen, der das vorgeschlagen hat. Es hat tatsächlich funktioniert. Also der Filter zeigt das direkt an. Ja, die Luft ist schlecht. Ich mache das mal aus. Weil das muss ja jetzt nicht die ganze Zeit unnötig den Staub einsaugen. Also es hat funktioniert. Der Luftfilter hat direkt erkannt, ja, da ist Staub in der Luft. Hat das versucht zu filtern und sauber zu machen. Und er hat das tatsächlich auch angezeigt durch die rote Warnfarbe. Also ich denke mal, das war ein guter Test. Also ganz klar, der Aldi-Filter funktioniert gut. Das ist jetzt keine Attrappe, wie der ein oder andere sagt. Klar, nicht jeder würde sich wahrscheinlich trauen, sowas zu machen mit seinem Luftfilter, um sowas auszuprobieren. Ich habe das jetzt für euch einfach mal gemacht. Ja, es geht, es funktioniert. Ja, von meiner Seite war es das schon. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich werde jetzt einfach mal die Sauerei hier aufräumen. Vorher zeige ich vielleicht auch noch so ein bisschen, was ich hier gemacht habe. Das ist so ein, so ein Rundumschutz, damit der Staub sich nicht allzu sehr im Raum verteilt. Und mir selbst wünsche ich viel Spaß beim Aufräumen und sauber machen. Euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen weiterhelfen. Test ganz klar bestanden. Und ich würde sagen, danke für die Likes, danke für die Abos, danke für die... Danke euch fürs Zuschauen.
Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ja, Freunde, jetzt wollen wir noch mal schauen, was passiert. Jetzt habe ich das Ganze abgesaugt. Das heißt, im Grunde ist der Raum drumherum in etwa sauber. Muss zwar noch mal drüber wischen, aber es geht. Und ich möchte mal sehen, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt anmachen. Zeigt er wieder grün an. Ja. Also die Luft ist wieder sauber. Das merkt er und zeigt wieder, es ist alles grün, alles in Ordnung. Also fantastisch. Das Gerät ist super. Tut tatsächlich das, was es ja, verspricht. Ja, von meiner Seite war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen.